Ich grüße euch Freunde des Entitos und willkommen zurück zum neuen Tierlist-Video. Erst einmal, bevor ich mit der Tierliste anfange, äh, es tut mir sehr leid, dass äh, die letzten Tage weder Video noch Stream stattgefunden haben. Ich hatte Probleme mit meinem Rechner, die musste ich erstmal beheben. Es äh, scheint so, dass ich alles geschafft habe, was dort äh, nicht funktioniert hat. Und ähm, es wird heute Abend auf jeden Fall den Dead by Daylight-Stream geben. Er ist für... 20 Uhr angesetzt und hat ein offenes Ende. Also, bis ich müde werde oder keine Lust mehr habe, wird gestreamt. Und ja, wie gesagt, für alle, die sich auf den äh, gestrigen Stream gefreut hatten, es tut mir sehr leid. Aber nun ist wieder alles äh, soweit repariert und wir können wieder loslegen. Und äh, deswegen gibt es heute erstmal ein kleines Tierlist-Video, weil äh, ich noch Sachen, wie gesagt, vorbereiten muss für den Stream und auch für meine Videos. Denn äh, dort war ja Pause ein, eingelegt. Unfreiwillig, aber leider musste es so sein. So, wir äh, fangen an. Äh, und zwar äh, Killer, die ich mag. Ja, äh, das Survivor-Video gab es ja schon. Ähm, und hier stelle ich jetzt meine Lieblingskiller vor. Wie gesagt, Perks werden nicht äh, berücksichtigt, nur wen ich wirklich gerne spiele, so von, von der Fähigkeit her und äh, von der Optik her und so weiter. Gut, ähm, ich gehe wieder nach der Reihe. Und hier ist der erste Killer, der gute Freddy. Und äh, Freddy ist so ein äh, Naja-Killer bei mir. Ähm, den äh, spiele ich sehr selten. Ich ähm, mag ihn auch eigentlich gar nicht spielen, weil seine Fähigkeit und das sagt mir alles nicht so zu. Also Freddy ist bei mir, nee. Ja, dann das Schweinchen. Ähm, Schweinchen geht so, finde ich, spiele ich zwischendurch mal sehr gerne. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Äh, die Fähigkeit könnte stärker sein, finde ich. Aber naja, kann halt nicht alles haben. Der Clown ist ein Killer, den ich mag. Ist einer meiner ähm, fast Lieblinge. Äh, Clown spiele ich sehr gerne. Habe ich auch sehr, sehr viel gespielt eine Zeit lang. Ähm, war sogar fast ein Clown Main, könnte man sagen. So, dann haben wir die Spirit. Und Spirit ist so, mag ich nicht. Ja, Spirit. Hat zwar coole Outfits, die Fähigkeit ist allerdings nicht mehr ganz so toll und ja von daher nach ganz unten damit. Spiele ich super selten, nur wenn ich meine Aufgabe mit ihr habe, sprich im Spalt oder eine Daily-Aufgabe, dann spiele ich sie. Ansonsten überhaupt gar nicht. Ja Legion äh, fällt mit in Freddys äh, Schiene rein, ist so ein Naja-Killer bei mir. Hat zwar coole Outfits, die Fähigkeit allerdings ist nicht sehr stark hat zwar Potenzial Stress aufzubauen, allerdings bin ich kein Legion-Fan und auch die äh, die solche hier kommt bei mag ich nicht hin solche spiele ich super super selten gleiche Spiel wie bei Spirit eigentlich äh, nur wenn ich meine Aufgabe mit ihr habe ansonsten gar nicht ja, Ghostface ist so ein geht zu Killer bei mir ich beherrsche seine ähm, seine Fähigkeit einfach nicht gut genug. Und bei mir ist Ghostface immer nur ein M1-Killer. Und das ist halt sehr schade eigentlich. Ich spiele ihn aber zwischendurch doch sehr gerne. Allerdings äh, teilen sich, wie gesagt, Schweinchen und Ghostface hier bei mir sich zu so die gleiche Stelle. Und ja. Ähm, der Demo Hundi ist so ein ja killer eigentlich. Ähm, ich spiele ihn jetzt nicht sehr aktiv. Und. Ähm, eigentlich auch nur für Aufgaben, wenn ich welche mit ihm habe, allerdings mag ich ihn dann doch lieber wie die anderen beiden hier unten. Der Oni ist auf jeden Fall einer meiner Favoritenkiller. Äh, ich mag Uni sehr, einer meiner Lieblingskiller. Ähm, einfach nur vom Design, einfach auch schon her. Oni ne? ist richtig geil zu spielen. Und den Deathslinger, der ist bei mir so bei Marke. Ich auch, der hat ein cooles Design, die Fähigkeit ist okay und ja, ich. Ich spiele ihn eigentlich auch sehr oft, wenn ich äh, ehrlich bin. Ja, dann natürlich mein äh, Main Killer, der Trapper. Kommt nach ganz oben. Ich liebe den Trapper, Leute. Der ist richtig cool. In meinen Augen zumindest. Ähm, klar, gibt es bessere Killer, keine Frage. Aber wie gesagt, ähm, ich spiele ihn super, super gerne. Ich mag einfach dieses. Aber er ist so ein OG-Killer. Weißt du, wie ich meine? Er ist so ein. Hat nicht irgendwie so eine krasse Over, mega abgespacete Power. Der Typ liegt Bären fallen. Ja, hat eine Machete dabei, das ist ein richtiger Slasher-Killer eigentlich. Also, wenn der Trapper seinen eigenen Film hätte, der wäre ziemlich brutal und blutig, glaube ich. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingskiller. Ja, dann haben wir äh, den Henker und der Henker ist so beinahe ja bei mir. Ähm. Ich spiele ihn ultra selten, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele den Henker ziemlich selten. Und, ähm. Dabei bleibt es auch. Ich habe nicht viel zu ihm zu sagen, weil ich dann wirklich, ihn wirklich sehr, sehr selten spiele. Ja, Blight ist schon ein cooler Killer. Der kommt bei Geht so hin. Ähm, eigentlich wäre er sogar ein Markig-Killer, wenn er seine Fähigkeit ein bisschen, ein bisschen besser wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, er ist zwar sehr mobil, aber dann aus dieser Mobilität äh, raus, heraus zu verletzen, das ist halt sehr schwierig für mich, und von daher mag ich ihn eher nicht so. Deswegen kommt er in die Mitte. Ja, die Twins ähm, mag ich nicht. Twins mag ich safe nicht. Die Idee ist cool mit Victor und dass man sich abspalten kann, etc. Aber uff. Ähm, ich krieg so oft auf den Sack, wenn ich die, mal, die Twins mal spiele und ja. Mag ich einfach nicht. Genauso mag ich den äh, Trickster nicht. Denn, ja. Es hat der Trickster, Leute, was soll ich sagen? Ähm, ich spiele ihn natürlich mal zwischendurch, aber jedes Mal, wenn ich ihn spiele, denke ich mir auch, wow, warum hast du den jetzt genommen? Jetzt haben wir lieber einen anderen Killer genommen. Ja, dann kommt der Nemesis, der kommt bei Magic hin. Nemesis, äh, einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Allein schon, weil er Zombies mitbringt, das ist schon richtig cool. Ähm, der Geist kommt bei. Ja, wo kommt Geist hin? Hm. Geht so. Äh, spiele Geistig spiele ich eigentlich auch schon sehr oft, muss ich sagen. Und ja, es so geht so Killer. Man kann ihn mal spielen, aber auch nicht zu lange, weil sonst wird äh, es ätzend. Ja, dann kommt der Hillbilly und der kommt bei mir auch nach ganz oben. Der Billy ist einer meiner Lieblingskiller, mag ich richtig, richtig gerne spielen. Und äh, die Kettensäge ist ultra mega stark. Ja, dann kommt die Nurse. Und die Nurse kommt bei, naja, hin, denn ich spiele sie. Ich habe sie nicht perfektioniert. Ich spiele sie. Mehr schlecht als recht, will ich mal meinen, aber wenn ich sie mal spiele, macht es mir doch Spaß. Aber ich packe sie selten an, deswegen kommt sie beinahe ja hin. Der Michael kommt bei, äh, mag ich ihn, den Michael mag ich sehr. Ähm, auch wenn er sehr langsam ins Spiel kommt, aber wenn der äh, Michael erstmal drin ist, dann kann es sehr schnell sehr rund gehen. Von daher äh, einer meiner Lieblingskiller geworden, auf jeden Fall. Die Hexe kommt bei, mag ich nicht hin. Ich mag einfach die Idee da, Also, die Idee dahinter ist cool. Aber dass sie halt so langsam ist. Sie ist ein langsamer Killer und das mag ich nicht. Weil also sie greift halt nicht auf Range an, ist auf ihre Fallen äh, angewiesen. Und gute Survivor können diese halt ziemlich leicht outplayen. Der Doktor kommt bei, er geht so hin. Auch hier, ähm, er ist ein cooler Killer, keine Frage. Das Schocken allerdings. Hat eine so geringe Auswirkung auf den Spielstil des Survivor, dass ich ähm, den Doktor selten spiele und von daher ist er nur ein Gezo-Killer bei mir. Die Huntress habe ich natürlich durch unseren Ranked-Up äh, sehr äh, schätzen gelernt. Sie kommt bei markichen. Äh, wenn ich die freie Wahl hätte zwischen Huntress und dem Trapper, würde ich den Trapper nehmen. Ähm, einfach auch, weil die Huntress ein langsamer Killer ist. Aber ansonsten habe ich sie sehr schätzen gelernt. Und ich glaube, wenn ich dieses Ranked Up mit ihr nicht gemacht hätte, dann wäre sie ganz, ganz woanders. Wahrscheinlich hier unten oder beinahe, ja. Der Bubba ist so ein... Ja, eigentlich mag ich Bubba gar nicht. Ich habe ihn damals nur gekauft für seinen Perk, Barbecue Chili. Und an sich ähm, ist der Bubba einfach nur... da äh. ja, er hat eine Kettensäge, die ist stark. Aber nein, ich mag ihn einfach nicht der äh, Pinhead auch er ist eher so ein mag ich nicht Killer ich mag es einfach nicht es eine Fähigkeit generell ähm, keine Ahnung der Killer sagt mir einfach nicht zu ich weiß nicht warum aber es ist einfach so ja, die Bird Lady eine Optik hier auf jeden Fall ein mag ich Killer ähm, die müsste ich mal mehr üben auf jeden Fall und äh, Bird Lady ist so einer meiner Lieblinge so dann haben wir noch den äh, die liebe Sadako den Onryu und hier kann ich nur das wiedergeben, was ich auf dem, auf dem äh, PDB gespielt habe. Aber ähm, Sadako ist auf jeden Fall ein Killer, den ich mag. Und Sadako hat Potenzial nach hier oben auf jeden Fall. Aber zurzeit ist sie noch hier. Und ich bin gespannt, äh, ähm, wie ich sie spielen werde. Wenn unser Ranked-up vorbei ist, dann gibt es auf jeden Fall eine Menge Sadako Action. Und ja, wie gesagt, momentan ist sie ein Magich-Killer. Sie könnte aber auch ein Liebling werden. Wie gesagt, das sehen wir aber noch. Das hier ist meine äh, Killer-Tierliste. So ranke ich meine Killer, wie ich sie mag, wie ich sie gerne spiele. Ähm, eure Liste sieht natürlich anders aus. Schreibt mal in die Kommentare, was bei euch hier oben ist und wen ihr ähm, bei Magich habt. Ansonsten ähm, gilt wie immer: Daumen nach oben da lassen, aktiviert das Glöckchen und abonniert meinen Kanal, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video und im Stream auf jeden Fall. Freut mich, dass ich wieder da bin. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und bis dann.